So, und wir sprechen jetzt mit dem Mann, der für uns die Corona-Krise in Berlin managt. Jens Spahn ist 24/7 für uns unterwegs und ist in Beratung mit Experten, mit Kollegen aus der Politik, aber auch mit ganz, ganz vielen anderen, um das bestmögliche Ergebnis aus dieser Krise zu machen. Deshalb schalten wir jetzt live nach Berlin. Hallo Jens, nach Berlin. Hallo, schöne Grüße zurück. Du bist ja gerade viel unterwegs. Wo kommst du gerade her? Viel unterwegs ist nicht mal wahr. Ich bin viel im Büro hier tatsächlich, weil wahnsinnig viel mittlerweile über Telefonkonferenzen natürlich geht, Videokonferenzen. Manchmal sind es 8 Stunden am Stück Telefonkonferenz mit Gesundheitsministern, mit dem Kabinett, Ministerpräsidenten, EU-Gesundheitsminister. Aber das macht es andersrum auch effizienter, man muss weniger reisen. Heute außer Haus war ich bis jetzt nur in Anführungszeichen zur Kabinettssitzung im Kanzleramt. Ja, und wir sprechen hier ja über den Zusammenhalt, der ganz, ganz groß ist in der Corona-Krise. Und wir lesen jeden Tag neue Schreckensmeldungen, Schlagzeilen, die uns beunruhigen. Deshalb mal andersrum gefragt, was macht dir in diesen Tagen Hoffnung, was gibt dir Kraft? Erstmal gibt Kraft das wahnsinnige Engagement, den Einsatz, die Kreativität, die ich jeden Tag sehe, spüre in den E-Mails, in den Rückmeldungen, in den Anrufen, in den Nachrichten, wenn man sie einfach auch liest, was los ist im Land, dass viele einfach sagen, ich will jetzt mit anpacken, ich will mithelfen, dass sich Pflegekräfte zurückmelden, die die Pflege verlassen haben, Ärztinnen und Ärzte, junge Menschen, die mithelfen, Einkaufsdienste zu machen für die Älteren, die zu Hause bleiben müssen oder diejenigen, die in Quarantäne sind, musizieren auf der Straße für die anderen. Also man sieht ja an wahnsinnig vielen Stellen, und ich könnte noch munter weitermachen, eine halbe Stunde mit Aufzählungen, wie viel Engagement da ist, wie viel Wir-Gefühl da ist, wie viel aufeinander achten und Acht geben. Und ich finde, nach so Monaten von Wut und Aggressivität in der öffentlichen Debatte tut das gerade ziemlich gut, zu sehen, dass das auch anders geht und anders gehen kann. Und was mir auch Mut und Zuversicht gibt im Gesundheitswesen ist, dass wir es geschafft haben miteinander in einer Kraftanstrengung, dass im Moment 10.000 Intensivbetten in Deutschland frei sind. Wir haben mehr freie Intensivbetten, um uns vorzubereiten auf das, was kommen könnte, als Frankreich und Italien zusammen überhaupt an Intensivbetten haben. Und das zeigt eben, wenige Länder hatten die Chance, sich so vorzubereiten wie Deutschland. Aber wir haben diese Zeit eben auch genutzt, uns vorzubereiten, und das gibt mir Zuversicht. So, das ist das eine, der starke Zusammenhalt, über den wir heute auch sprechen, und der wahnsinnige Einsatz, den ganz, ganz viele für unser Land geben. Was uns aber auch motiviert, ist die Perspektive, dass all das Ganze auch irgendwann wieder vorbei ist. Österreich hat jetzt einen Schritt gemacht, Maßnahmen auch zu lockern. Man muss dazu sagen, die waren noch ein bisschen krasser drauf als wir und hatten noch stärkere Maßnahmen. Aber wie sieht es denn in Deutschland aus? Ist schon die Zeit, um über Maßnahmenlockerungen zu sprechen? Also zuerst einmal, Österreich lockert gerade Dinge, die bei uns schon, überhaupt sowieso schon noch erlaubt sind. Also man muss einmal genau hingucken bei den Überschriften manchmal, was so drinsteckt. Aber unabhängig davon ist eins wichtig, da bin ich voll bei dir, dass es Einsicht gibt und Perspektive, damit die Bürger in großer Zahl auch mitmachen. Und das ist ja auch verständlich. Wir sind eine freie Demokratie, wo es eine Debatte auch darüber gibt und geben muss, welche Maßnahmen notwendig sind und welche nicht. Und auf Dauer geht das nicht per Zwang. Das halten wir gar nicht aus, sondern das funktioniert nur, wenn die allermeisten auch freiwillig mitmachen, weil sie sagen, ja, das ist richtig zum Schutz auch der Älteren und der chronisch Kranken und um das Virus zu verlangsamen, die Ausbreitung. Und sie machen mit, wenn sie eine Perspektive haben, dass es natürlich irgendwann auch schrittweise zurück in den Alltag geht. Dass wir was zu erreichen zusammen, aber wenn es erreicht ist, es dann auch wieder besser wird, in Anführungszeichen. So, wir erreichen was, das sehen wir dieser Tage. Wir haben deutlich geringere Ansteckungszahlen, Neuinfektionszahlen, vor allem in der Dynamik. Es ist jetzt linear wieder und nicht mehr exponentiell steigend. Und wenn wir das über Ostern die nächsten Tage noch halten, dann werden wir sicher auch schrittweise zurück in den Alltag kehren können. Wichtig ist, schrittweise, das sage ich im Moment überall, dieses Wort Exit ist das falsche Wort, weil es erweckt den Eindruck, es wäre alles direkt wieder so wie vorher. Das wird es nicht sein, sondern schrittweise schaut man im Zweifel, wo ist das Risiko geringer als in anderen Bereichen und was ist weniger gut verzichtbar für den Einzelnen, für die Gesellschaft. Arbeiten gehen ist sehr schwer verzichtbar. Wir brauchen unseren Lebensunterhalt jeder. Party feiern, auch wenn man jung oder alt ist, ist zwar schön, aber leichter verzichtbar, glaube ich. Und gerade bei Partys ist das Ansteckungsrisiko auch hoch. Also da werden wir länger drauf verzichten müssen. Andere Dinge werden schrittweise sicherlich wieder beginnen können.
Also die Voraussetzungen sind, dass die Zahlen es hergeben, dass wir Maßnahmen lockern. Das langfristige Ziel ist ja, dass wir... Wenn ich nur eins ergänzen darf, das eine ist, ja, die Zahlen müssen stimmen und wir müssen weiterhin bereit sein, an bestimmte Dinge im Alltag uns zu halten. Also die ganze, das ist gar kein Rocket Science, um so zu sagen. Das sind die Maßnahmen, die wir sonst auch verwenden würden, eben wenn es um Grippe oder anderes ging. Also Hände desinfizieren, Abstand halten. Wenn ich mit jemandem im Meeting bin, im Gespräch bin, im Zweifel einen Meter, eineinhalb Meter auseinandersetzen, reduziert das Risiko schon um 90%. Dass wir uns vielleicht die nächsten Monate nicht per Handschlag oder Bussi oder sonst was begrüßen. Also es gibt so ein paar Verhaltensweisen, die müssen wir auch durchtragen. Die sind auch Voraussetzung dafür, dass wir zurück in den Alltag können, ist, dass wir alle unseren Alltag ein bisschen anders gestalten, als er vorher war. Gut, dann wissen wir, was wir jetzt machen. Wir wissen auch, was das langfristige Ziel ist. Ist entweder ein Medikament oder ein Impfstoff. Wollen wir mal in die Zeit dazwischen schauen. Welche Tools könnten uns denn helfen, bei bisschen wieder hochgefahrenem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Leben trotzdem die Fallzahlen in Griff zu behalten? Apps, zum Beispiel Masken, die flächendeckend genutzt werden. Was ist da das Mittel der Wahl? Also das Erste ist das eigene Verhalten, habe ich ja gerade schon gesagt. Das Zweite ist unbedingt Kontaktnachverfolgung. Was sehr, sehr wichtig ist, das lernen wir aus anderen Ländern, aber gerade auch bei so einem sehr infektiösen Virus. Das Virus ist ja vor allem im Rachenraum und deswegen eben sehr infektiös und leicht übertragbar, ist, dass wir die positiv Getesteten sehr schnell, oder diejenigen, die es haben, so sehr schnell identifizieren durch einen Test und isolieren, also alleine zu Hause und mit dem Haushalt, mit der Familie zu Hause idealerweise, weil meistens die auch schon infiziert sind für 2 Wochen. Und ganz schnell und unmittelbar alle Kontakte der letzten Tage identifizieren und isolieren. Und das hat schon 2 Probleme. Meistens erinnert man sich gar nicht mehr, mit wem man vorgestern irgendwie nahe zusammen war oder vor 10 Tagen. Und das Zweite ist, das Gesundheitsamt muss die dann auch noch finden, mit ihnen reden und ihnen erklären, was Sache ist, dass sie auch zu Hause bleiben sollen. Und da kann eine App natürlich helfen, eine Tracing-App oder wie immer man sie nennt, die mithilft, die Kontakte der letzten 10, 14 Tage zu identifizieren und sie im Zweifel auch direkt informiert. Bitte zu Hause bleiben, sie hatten Kontakt mit. Wir sehen hier Länder, die das nutzen. Wir müssen das natürlich anpassen auf auch unser System hier, was Datenschutz angeht, aber übrigens auch was Messgenauigkeit angeht. Einige Länder arbeiten da mit einer sehr großzügigen Range. Das ist nicht so ein Ansatz, aber das wäre eine sehr hilfreiches Tool, um eben diese wichtige Kontaktnachverfolgung auch leichter machen zu können. Okay, jetzt wurde ja gestern oder vorgestern schon eine App durch das RKI veröffentlicht, aber das ist noch nicht alles, oder? Das ist eine andere App. Das, was das RKI jetzt für eine App gemacht hat, ist, dass die Fitness-Tracker, die viele haben, die Armbänder oder anderes mehr, der will, und man gibt auch nur seine Postleitzahl an, dass die Daten, die da gemessen werden, bestimmte Parameter, das RKI auch erhält. Warum? Wenn wir sehen, dass in einer bestimmten Region mehr Menschen zum Beispiel Fieber haben, und das kann man sehen auch an dem, was diese Fitness-Tracker messen oder bestimmte Reaktionen zeigen, dann können wir und kann das RKI, das Robert-Koch-Institut, erkennen, dass in der Region möglicherweise gerade eben ein Ausbruch ist, weil da häufiger als woanders bestimmte Symptome auftreten. Und schon kann man den Fokus auf diese Region richten und dann nochmal anders testen und anderes mehr machen. Wenn nur 10.000, 20.000 Menschen in Deutschland mitmachen, macht das schon einen Unterschied durch die Statistik und Mathematik und was weiß ich nicht, alles, was dahinter liegt. Aber jedenfalls, dass man dann dadurch Dinge erkennen kann. Das ist aber eine andere App als diejenige zum Kontakt nachverfolgen. Wir bekommen sowieso jeden Tag wirklich viele gute, auch digitale Ideen. Es sind manchmal so viele gute Ideen, dass es schwer ist, noch den Überblick zu behalten, was erstmal gut ist. Wir müssen aber am Ende Prioritäten setzen, was wir weiterentwickeln. Ich bin im Übrigen sehr froh, dass ich mit Gottfried Ludewig da ja auch einen ehemaligen JUler habe, der dem Digitalen sehr, sehr nahe ist, der das mit uns da auch macht. Eine Sache, auf die wir auch hoffen und auf die wir warten, sind, dass wir die Testkapazitäten noch erhöhen können mit Schnelltests. Wir machen momentan alles mit der PCR-Analyse, die relativ personalintensiv ist. Nun werden schon ein paar Antikörpertests angeboten, die dann wie so ein kleiner Schwangerschaftstest funktionieren. Die signalisieren aber relativ spät erst, dass man Corona hat, weil die Antikörperbildung schon im Gang ist.
Wie können wir denn bei den Antigen-Schnelltests vorankommen, die ja das Virus selbst nachweisen und die PCR ein bisschen ablösen könnten? Jetzt machen wir erstmal eine kleine Fortbildung im Testverfahren. Das ist aber ein wichtiger Punkt, weil das in der öffentlichen Debatte immer völlig durcheinander geht. Das eine sind die sogenannten PCR-Tests, die messen die akute Infektion. Die brauchen leider zwei, die ganz guten, aber eher 4-5 Stunden, bis man das Ergebnis hat. Die helfen uns im Moment sehr. Davon machen wir bis zu 100.000 am Tag in Deutschland. Das schafft kein anderes Land der Welt, auch nicht in der Qualität und Schnelligkeit. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Das zweite wären möglicherweise Antigen-Schnelltests. Die zeigen auch die akute Infektion. Da, nach allem, was unsere Behörden mir sagen, die Zulassungen machen. Das eine ist ja so eine CE-Kennzeichnung zu haben. Das andere ist die Frage, wie gut ist der Test tatsächlich, wie es sind ja zwei Kategorien, wenn ich das kurz so machen. Das eine ist, wie sensitiv ist der? Also wie häufig sagt der auch was Falsches? Falsch positiv oder falsch negativ wäre ja schlecht. Falsch negativ vor allem. Dann wiege ich mich in Sicherheit, obwohl ich eigentlich positiv bin. Also wie sensitiv ist der? Und das andere ist, wie spezifisch ist der? Weil es gibt viele Coronaviren. Und wer vor 3 Jahren in Ägypten tauchen war und sich vielleicht, ohne es zu merken, ein MERS-Virus eingefangen hat, das verwandt ist mit dem jetzigen, der hat vielleicht dieses Virus drin, das ist jetzt beim Antikörpertest vor allem ein Thema, und dann würde das sagen, hat Antikörper, obwohl es Antikörper von einem anderen Coronavirus sind. Und das wäre schlecht. Nachher schicken wir so jemanden in die Pflege oder sonst wohin, und der ist dann gar nicht mit den entsprechenden richtigen Antikörpern ausgestattet. Und deswegen müssen diese Tests echt gut sein, weil wir daraus eine Schlussfolgerung ziehen. Und im Moment, weder bei den Antigen-Tests, akute Infektionen, noch bei den Antikörpertests, das sind die, die sagen, ob man es schon durchgemacht hat, gibt es Tests, die gut genug sind, um sie sicher einsetzen zu können, zum Freitesten sozusagen, gerade auch die Antigen-Tests. Wenn man sagen könnte, du hattest es schon und deswegen kannst du jetzt wieder beruhigter in die Arbeit oder sonst wohin gehen, würde ja einen Riesenunterschied machen. Da sind wir noch nicht. Beim Antigen-Test dauert es wahrscheinlich noch was länger. Beim Antikörpertest sind wir, Stand heute, optimistisch, dass es in den nächsten 1, 2, 3 Wochen was geben könnte, was dann tatsächlich auch funktioniert. Also wir haben gemerkt, das Ganze ist auch sehr komplex. Es sind nicht immer nur die einfachen Lösungen. Und nee, das Verrückte ist, wenn ich das nur zufügen soll, warum ich das so erklärt habe. Ich kriege jeden Tag 10, 20 E-Mails von Leuten, die mir sagen, kauf endlich diese Tests. Ich habe hier Angebote aus Korea, China, sonst was, 500.000 Tests, so und so viel Euro. Und ich muss dann halt immer sagen, die Tests sind, es ist schön, dass die gibt, aber nicht das, was wir gebrauchen können, offiziell staatlicherseits. Die Qualität hat es noch nicht. Und deswegen habe ich es einfach nochmal versucht zu erklären, warum wir da noch nicht kaufen. Da schon mal ganz vielen Dank und kleiner Tipp an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben später in der Sendung noch einen Beitrag, wo ihr erfahrt, wo es die besten Informationsquellen zur Corona-Krise gibt. Das ist natürlich das RKI, das Bundesgesundheitsministerium, aber vielleicht auch das ein oder andere Video im Netz, was das Ganze gut erklärt oder der ein oder andere Podcast. Also Antigentest, PCR, Antikörpertest, all das findet dann auch ihr da. Es sind in diesen Tagen die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, die dafür kämpfen, dass unser Land diese Krise gut hinter sich bekommt. Aber, und das sei an dieser Stelle auch mal gesagt, es sind auch unsere Politikerinnen und Politiker. Und deshalb, lieber Jens, vielen, vielen Dank an dich. Wir schicken dir alle Kraft, die wir haben, mit, um die nächsten Tage und Wochen weiterhin so gut zu überstehen. Wir sind wirklich begeistert, wie Deutschland das macht. Gerade auch, wenn wir in die anderen Länder gucken, sind wir sehr, sehr froh, dass wir euch da in Berlin haben. Und ich glaube, das merken die Menschen auch gerade. Deshalb, lieber Jens, bei dem engen Zeitplan, vielen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Dankeschön. Dankeschön an alle, die mitmachen. Wir haben echt eine hohe Bereitschaft. Ne? Wir bleiben zu Hause. Eine hohe Bereitschaft haben. Bitte auch über Ostern durchhalten. Ich habe gesehen, es waren gestern im Süden schon 28 Grad in Baden-Württemberg. Das wird schwerfallen, manch einem nicht die normalen Osteraktivitäten zu machen. Spazieren gehen ist auch okay, aber nur mit denen, mit denen man in einem Haushalt lebt, ein bisschen Abstand halten. Dann machen wir zusammen einen Unterschied. Und wenn wir dabei eins, wenn ich das abschließend sagen darf, was du gerade gesagt hast, aber nochmal aufgreifend, eins immer uns bewusst machen, dass bei allen Problemen, die wir haben, auch im Alltag und Schutzmasken, und ich kenne die alle, es wenige Gesundheitssysteme gibt, die bis hierhin und wenige Länder das so gut hingekriegt haben. Die Tage sagte ein Arzt zu mir, wenn schon Corona, dann in Deutschland. Und wenn wir das vielleicht miteinander auch mal wahrnehmen, dann macht das vielleicht auch über die Ostertage ein Stück dankbar. Also alles Gute und Dankeschön. Lieber Jens, wir lassen dich wieder an die Arbeit. Vielen Dank. Danke.